Hey Leute, was geht? Ja, wir machen jetzt unser Todesrennen und ich würde mal sagen, wir starten auch das Rennen direkt. Deswegen bin ich schon mal direkt hier hingeportet und ja. There, a legend in the Dann werden wir making. mal schauen, was dieses Ready super to dig for grit Todesrennen and dust the sein morgue if bet wird. against such a monster. Das haben wir schon mal abgeschlossen, also wird es das hier sein. Ein Fass. Ach, das ist das mit diesem Fass. Ah, okay. Zugelassen wären drei Fahrzeuge. Ah, cool. Also, für Bestzeit 00. Hä? Also, eine Trophäe gibt es bei 3,20 oder was? Und ein Zeichen bei 2,48? Ach, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall brauchen wir 2,48 oder Trophäe. Also, ja, irgendwie sowas. Gut. Die zwei Fahrzeuge haben wir nicht. Obwohl ich so einen, glaube ich, zur Garage mal gebracht habe, wenn ich mich nicht irre. Aber egal. Wir nehmen ihn, den wollen wir haben. Dann können wir noch danach wieder endlich aufrüsten. Denn der mochte es ja nicht, wenn der Wagen aufgerüstet war. Hier mit Stacheln und Spikes und keine Ahnung was allem. Gut, bei einem Fairplay-Rennen würde ich das auch gut heißen. Aber warum starte ich immer als Letzter eigentlich? Na gut, der eine explodiert ja gleich schon. Ich würde sagen, wir ziehen dann mal nach vorne, weil wir haben ja diesen Boost noch gekauft, weil ich mich ja vertan hatte aus Versehen. Immer nur auf geraden Strecken benutze ich jetzt den Boost, weil wenn der Wagen einmal ausschlägt, ist das ziemlich ärgerlich. Ja. Ah, da war so eine Falle. Trotzdem bin ich noch ziemlich weit vorne. Aber trotzdem, es hat mich gerade schon wieder nicht angefangen, dass das passiert ist. Und lieber auch mal abbremsen, weil ihr wisst ja, der schlägt so scheiße schnell aus, der Dreckswagen. Da ist die Trophäe, die müssen wir im Blick haben. Ja, seht ihr, der schlägt schon aus langsam. Schon krass, ich bin übelst angespannt. Daher sage ich auch irgendwie gar keinen Ton. Liegt an dieser übelsten Anspannung, aber die sind so meilenweit hinter mir. Aber selbst ich versuche einfach nur in die Zielgerade schnell zu kommen. Ne? Was ist denn dieses blaue Ding da oben rechts? Keine Ahnung. Wie lang geht denn die Scheiße noch? Ach, Kacke. Schnell. Ja, Mann. Warte, Zeit. Bestzeit. Hab ich's geschafft? Ja. Ich sag, die vorigere Version davon herstellen und was hat der mir jetzt hergestellt? Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Wir schauen mal kurz. Ja. Ja, den habe ich ja jetzt, ne? Ja. Ja, gut, dann mal los wieder. Einbauen. Oh. Einbauen. 600, der kostet 900. V8 habe ich aber immer noch nicht bekommen, ne? Ach so, die Reifen habe ich noch nicht.
So, einbauen. Boost habe ich auch noch nicht. So, Stacheln natürlich die hinteren hier. Verzierung, ja, ich finde Verzierung so unnötig, weil sie bringen einem nichts, sieht einfach nur gut aus, also dafür mache ich den gearbeitet. Nee. Ja, das hatten wir noch nicht. Rallye-Streifen auch noch nicht. Die Kanone, hatten wir Stufe 2? Nee. Die ist drin und die ist auch drin. So, damit ist der Rest wieder... Kommt ein Sturm? Von da hinten, ne? Sieht so aus. So, nee, falscher Knopf, der hier. Wir wollen rekrutieren. Wo war das denn? Ach so, stimmt, die war ja... Ne, da porten wir uns hin, der Rest ist mir egal. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Rennen jedes Mal zum zu irgendeiner Festung gehen. Also das ist irgendwie... Okay. Egal, wir holen uns jetzt erstmal die... Naja... Naja, nehmen wir mal die Schnecke. Your debt is paid. A man of your word. Now, give a girl a moment to clear her head. There have been few men for days. Kannst du das nicht drin machen? Was ist das denn für eine? Ich will eine andere. Schulternebelringe. Tenderloin ist mit dabei und ich bin da bereit, am gestern Rennen teilzunehmen. Wenn ich alles richtig mache, wird es Big Chief bald mir gehören. Super. Was auch immer dies ist. Ja, gut. Schön. Ich hoffe, die sieht nachher ein bisschen besser aus. Mal sehen, was macht der Kerl denn da? Und was macht der mit dem Hammer? Puh, überanstreng dich nicht. Lass dir Zeit. Ja, ein Schlag reicht, zwei Schläge reichen auch. Mach mal eine Mittagspause lieber. So. Unglaublich. Ja, ich würde sagen... Oh, schon wieder falscher Knopf, Alter. Leck mir am Arsch. Da ist das Rennen. Das müssen wir machen, also werden wir da auch jetzt hingehen. Ja, los geht's. Mal sehen, was uns noch dort erwartet alles. Ja, da ist ja meine Schnecke drin, da oben links. Und da sind wir jetzt. Gesson-Rennen ist hart, also stell sicher, dass Max und der Magnum Opus gut ausgerüstet und verbessert sind, bevor du dich hineingibst. Ja, kann ich sonst nicht mehr, warte mal kurz. Lieber Max aufrüsten, Leute, oder den Magnus Opus? Die Frage ist natürlich... Ah, hier kann ich ja kaum was ausrüsten. Das kostet ja alles voll viel. Nee, komm, ich mach Max erstmal. Irgendein neuer Move für mich, mal sehen. Ah, die kosten alle 200, dann 300. Nee, komm. Den Rest sparen wir uns erstmal. Wir gehen einfach mal hin, mal gucken, was uns das bringt. Sieht schon hart aus, Leute. Gas Towners!
wastelanders, lowly specks, and big wigs alike. Behold, what treasure is bestowed upon us from above! Witness! Yeah, I remember that show. Chief! Big Chief, das wollen wir haben. Glass of fresh and delish fixin for our piping hot mixin. The teasing, the pleasing, the concubine! Oh! And yet, all these riches still have but one keeper, our beloved champion, Stagdo! Ach, boah, der Kerl ist das. Haben wir den schon mal vorher verhauen? Boah, wie sieht der denn aus? But alas, a champion's fortune. His life can be fleeting, but tonight there shall be a reckoning. For your benefit and his own, a daring warrior has issued a challenge. Habe ich jetzt als einziger eine Bombe bekommen? To snatch the crown, the core, and the concubine from our champion! I give you Mighty Boy! It is time to let the people know and the blood flow! Der hat Flammenwerfer von seiner Seite, scheiße. Tschüss, Alter. Muss ich den platt machen? Oh, Kacke, Alter. Wow, what? What? Mich hat... Hä? Ich war hinter dem. Wie kann mich denn die Flamme treffen? Lol, Leute, was ging jetzt ab? Okay, nochmal neu einfach. Keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist, aber... Schön, dass der direkt abfackelt. Ich hab 6 Minuten dafür Zeit, den zu ficken, glaube ich, ne? Ach, Kacke.
Ja, das sind aber auch scheiß Gänge, die hier irgendwie richtig merkwürdig sind, ey. Ja, wow. Ey, wie soll man denn da bitte durchkommen? Jetzt mal ohne Quatsch. Mission verlassen, Alter. Hau mal rein. Haben wir noch gar keine Chance, das zu machen. Ich glaube, Leute, das wird erstmal nichts mit dem Rennen. Wir müssen vorher was anderes machen. Das wird so noch nichts. Wir müssen erst noch weiter farmen und etc. 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 Scheiße machen. Und ja, wo fangen wir denn am besten mal an? Haben wir hier. Ach ne, hier. Wir hatten noch hier. Bringen den Treibstofflaster, ne? Ja, dann machen wir das jetzt. Klingt besser. Vielleicht kriegen wir dafür ja auch wieder Schrott und sowas. Also, wir müssen noch tankiger werden, auf jeden Fall. Was macht der Wagen, ey? Der reißt voll aus, ey. Das ist so bitter. Mich fuckt sowas richtig ab. Immer. Also soll der ganz bleiben. Schleicht der Typ denn hier so? Ich brauche unbedingt bessere Reifen. Das macht ja richtig ab mit den Dingern. Okay, ich brauche die Teile. Gut, der zeigt mir nicht mal an, wie viel Schrott ich sammle. Ach so, okay. Da kapern wir. Okay.
Wir haben ein Rasto. Boah, fuck it. Denkt sich an mich. Was ist das denn für eine? Okay, durch dickes Geröll. Komm nur noch den Berg hoch. Komm schon, Alter. Nur noch den Berg. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Ja, Mann, und sie drehen. GG. Boah, strong, ey, strong. Yeah, Fahrzeug ist in meiner Sammlung. Ich brauche also das andere Auto. Okay, hä? Was soll ich machen? Keine Ahnung, auf jeden Fall machen wir uns einfach mal auf den Weg zu diesem östlichen Tunnel. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja, wow, wirklich, ich muss ernsthaft bis dahin fahren. Oh Mann, ey. Ja, mal sehen, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal bis dahin und dann beenden wir die Folge. Ich habe noch ein paar andere Abkürzungen. Ja, wird gelaufen. Schon ist gut, wahrscheinlich sind nur ein paar Meile, aber also hier war mal die Golden Gate Bridge, wie man sehen kann. Warte mal, das ist die ja wirklich, glaube ich, ne? Sieht zumindest so aus, ne? Als wäre sie hier gewesen. Da müsste hier aber jetzt über Wasser sein. Da ist eine große Mauer. Die Sachen können wir später noch abreißen, die Vögelscheuchen, das sind nicht so starke Vögelscheuchen, wie ich gerade gesehen habe. Aber es ist so viel Land, ne? Viel zu viel zum Fahren. Oh mein Gott, was macht meine denn wieder? Ich dieses Auto manchmal hasse, ne? Wirklich hasse.
Leute, hier sind die Tunnel. Und da werden wir reingehen beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt.